Guten Morgen, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Fragen zur Verkehrssicherheit sind immer ein aktuelles Thema. Tempolimits auf Autobahnen in Deutschland bei den Bündnis 90 Grünen sowieso und bei der Bundes-SPD so flink wie auf die Tagesordnung gesetzt, auch wieder abgeräumt. Welchen Stellenwert die Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den Straßen unseres Bundeslandes einnimmt, ist wohl jedem von uns hier in dem Hohen Hause bewusst. Auch vor dem Hintergrund, dass viele Menschen täglich in unserem Flächenland viele Kilometer auf den Straßen zurücklegen müssen, um zur Arbeit oder Ausbildung zu gelangen. Gerade im Bereich der Verkehrssicherheit hat die Landesregierung in den zurückliegenden Jahren viele Maßnahmen ergriffen. Ob der Führerschein mit 17, das 50-50-Taxi, die Kampagne Runter vom Gas oder auch das Schutzengelprojekt, welches bereits vor einigen Jahren in Nordvorpommern gestartet wurde und noch heute erfolgreich im Landkreis Vorpommern-Rügen fortgeführt wird. Auch die Ausstattung vieler Alleen mit Schutzplanken hat nachweislich dazu geführt, dass die Anzahl von Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten und Toten deutlich reduziert werden konnte. All diese Maßnahmen sind meines Erachtens geeignet, um Verkehrsunfälle zu vermeiden. Dies belegen auch die jährlich vom Innenminister veröffentlichten Unfallstatistiken. Die positive Entwicklung im Bereich der Unfallstatistik ist sowohl den aktiven als auch passiven Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung geschuldet. Trotzdem gilt es unverändert, neben den Maßnahmen der Prävention auch weiterhin Sanktionen durchzusetzen. Vor dem Hintergrund, dass nahezu alle Verkehrsunfälle auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sind, muss an der bisherigen Strategie der Verkehrsüberwachung festgehalten werden. Hierbei ist es wichtig oder notwendig, besonders an Unfallschwerpunkten sowie in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, aber auch an geschwindigkeitsbeschränkten Straßen den Überwachungsdruck aufrechtzuerhalten. Sehr geehrte Damen und Herren, was allerdings nachweislich nicht zur Verringerung der Unfallhäufigkeit in Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland führen wird, ist ein generelles Tempolimit auf Autobahnen oder in Städten. Ein solches Tempolimit führt nachweislich nicht automatisch zu weniger Verkehrstoten. Obwohl in Österreich ein Tempolimit von 130 km/h gilt, ist die Zahl der Getöteten auf Autobahnen in Österreich bezogen auf die gefahrenen Kilometer um das 1,5-fache höher als in Deutschland. Schon heute gehören die deutschen Straßen und Autobahnen zu den sichersten Straßen auf der Welt. Auch andere Länder mit Geschwindigkeitsbeschränkungen wie Belgien, Slowenien, Tschechien oder die USA schneiden im internationalen Vergleich schlechter als Deutschland ab. Klar ist allerdings, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen zu einem sogenannten Verdrängungsverkehr auf Landstraßen führen wird. Auf Landstraßen ist das Risiko, tödlich zu verunfallen, allerdings bei weitem höher als auf Autobahnen. Bei einem heutigen Fahrleistungsanteil von etwa 40% sind dort allein 60% aller Verkehrstoten zu registrieren. Sollte dieser Fahrleistungsanteil aufgrund von Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen erhöht werden, wird auch die Zahl der Verkehrstoten und der mit dem zunehmenden Verkehr auf Landes- und Bundesstraßen einhergehenden sonstigen Belastungen steigen. Solche Auswirkungen will und wird meine Fraktion nicht mittragen. Auch der ADAC spricht sich gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen aus. Vielmehr fordert er flexible Geschwindigkeitsbeschränkungen, die sich an das aktuelle Verkehrsaufkommen und die aktuellen Witterungsbedingungen anpassen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ein weiteres angebliches Argument für Tempolimits ist die Steigerung der verkehrlichen Leistungsfähigkeit der Autobahnen. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass schon heute etwa 40% des Autobahnnetzes dauerhaft oder temporär mit Geschwindigkeitsbeschränkungen ausgestattet sind. Weitere 9% der Autobahnkilometer unterliegen einer sogenannten Streckenbeeinflussungsanlage und sind somit entsprechend der Verkehrsbelastung regulierbar.
Aufgrund der starken Belastung der Autobahn ist schon heute auch auf freien Autobahnabschnitten eine freie Geschwindigkeitswahl nur eingeschränkt möglich. Nur etwa 13% der Pkw-Fahrleistung auf Autobahnen werden heute mit mehr als 150 km/h gefahren. Dies ergeben Berechnungen der Bundesanstalt für Straßenwesen. Circa 2/3 der Fahrleistungen auf Autobahnen werden schon heute mit Geschwindigkeiten unter der Richtgeschwindigkeit von 130 km/h abgewickelt. Vor dem Hintergrund dieser Fakten wird deutlich, dass ein generelles Tempolimit nicht zur Verbesserung des Verkehrsablaufes in Deutschland führt. Vielmehr müssen hier intelligente Systeme zur Verkehrslenkung zum Einsatz kommen. Ein weiteres gern gebrachtes Argument sind die Umweltauswirkungen der erhöhten Geschwindigkeit. Nachweislich ist allerdings, dass bei einem Tempolimit von 120 km/h die Kraftstoffeinsparung bezogen auf den Pkw-Verkehr durchschnittlich lediglich bei 1-2% liegt. Da der Pkw-Verkehr wiederum lediglich 12% der CO2-Emissionen in Deutschland verursacht, wäre der Einspareffekt an CO2 als zu vernachlässigende Größe einzuordnen. Hier sei von mir angemerkt, dass ein Pkw im Stop-and-Go-Verkehr mehr als doppelt so viel CO2 ausstößt als bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h auf der Autobahn. Ebenso wenig würde eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf Autobahnen die Lärmemissionen mindern. Dies ist vor dem Hintergrund, dass LKWs von einer solchen Beschränkung ausgenommen werden, klar. Die Belastung für Anwohner und Umwelt wäre nahezu identisch. Fazit. Ein generelles Tempolimit ist demnach ökologisch, technologisch und gesamtwirtschaftlich kontraproduktiv. Deswegen treten wir für eine aktive Verkehrssicherheitsarbeit, welche die Bundes-, aber auch die Landesregierung bereits auf den Weg gebracht haben, ein. Wichtiger als die Begrenzung des Tempos sind für uns die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, die Verbesserung der Aufklärungsarbeit und die Einführung intelligenter Fahrzeugtechnik und intelligenter Verkehrsleitsysteme. Präventive und repressive Maßnahmen müssen dabei in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Ein Tempolimit, meine Damen und Herren, auf Grundlage eines Parteitagsbeschlusses und als Anbiederung an einen künftig möglichen Koalitionspartner lehnen wir aufgrund der von mir vorgetragenen Fakten und Datenlage ab. Gerade hier zeigt sich die Widersprüchlichkeit rot-grüner Politik. Für meine Fraktion ist klar, dass mit einem Tempolimit weder das Klima gerettet noch die Verkehrssicherheit erhöht werden kann. Die von Seiten der Bundes-SPD, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, aber auch der Fraktion Die Linke immer wieder geforderte Einführung eines Tempolimits ist für mich ein Zeichen der Bevormundungspolitik, welche den Bürger die Eigenverantwortlichkeit beraubt. Wenn auch der SPD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl seinem Bundesvorsitzenden in die Parade gefahren ist, so steht für mich doch fest, sollte Rot-Grün auf Bundesebene in Regierungsverantwortung kommen, so wird in geschlossenen Ortschaften das Tempo 30 und auf Autobahnen das Tempo 120 eingeführt. Dies, meine Damen und Herren, müssen wir den Wählern auch klar sagen, denn nur so kann der Wähler entscheiden, ob er weiterhin eigenverantwortlich am Verkehr teilhaben will. Meine Fraktion spricht sich gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen und in Ortschaften aus. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.